14. April 2020, 15.45 Uhr, Körpertemperatur. Fünfunddreißig Komma sechs. Es ist in Ordnung. Ich lese von Giovanni Boccaccio Geschichten aus dem Dekameron. Griselda. Der Marquis von San Luzzo wird durch die Bitten seiner Lehensleute gedrängt zu heiraten. Er tut dies, aber auf seine Weise. Er nimmt die Tochter eines Bauern, er bekommt von ihr zwei Kinder, er erweckt bei ihr den Eindruck, er habe beide getötet. Später erklärt er ihr, er sei ihrer überdrüssig und habe eine andere geheiratet. Vorher hatte er seine Frau im bloßen Hemd aus dem Hause gejagt. Doch als er sieht, dass sie all das geduldig hinnimmt, wird sie ihm lieber denn je. Er lässt sie in das Haus zurückkehren und zeigt ihr ihre Kinder, die inzwischen groß geworden sind, und lässt sie von allen als Herrin ehren. Es ist schon sehr lange her, da wurde ein junger Mann namens Gualtieri der regierende Markgraf von San Luzzo. Er hatte weder Frau noch Kinder, für nichts hatte er Zeit als für Jagd und Vogelfang. Er dachte auch gar nicht daran zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Doch seinen Lehensleuten passte das gar nicht. Immer wieder baten sie ihn, eine Frau zu nehmen, damit er nicht ohne Erben und sie nicht ohne Herren blieben. Sie boten an, ihm eine Frau zu suchen, deren Herkunft verspräche, dass er mit ihr völlig zufrieden sein werde. Ihnen erwiderte Gualtieri, meine Freunde, ihr zwingt mich, genau das zu tun, was niemals zu tun ich fest beschlossen hatte, weil ich sah, wie schwer es ist, jemanden zu finden, dessen Lebensart mit der eines anderen gut zusammenstimmt, dass es eine Unsumme von Beispielen für das Gegenteil gibt und wie hart das Leben eines Mannes ist, der an die Falsche gerät. Und zu behaupten, ihr wäret imstande, die Töchter aufgrund der Lebensgewohnheiten ihrer Väter und Mütter zu beurteilen, womit ihr begründet, mir die Frau zu besorgen, die mir gefallen wird, das ist reine Dummheit. Die Töchter sind doch oft anders als ihre Väter und Mütter. Doch da ihr euch nun einmal darauf versteift, mich in solche Ketten zu legen, will ich nachgeben. Und damit ich, wenn es schief geht, mich nur bei mir selbst und nie bei jemandem anderen beschweren kann, will ich mir meine Frau selbst suchen. Aber hiermit sage ich euch, wen immer ich mir aussuche, müsst ihr als eure Gebieterin ehren. Wenn nicht, dann werdet ihr zu eurem großen Schaden erfahren, wie schwer es mir gefallen ist, auf euer Drängen gegen meinen Willen geheiratet zu haben. Die Edelleute erklärten sich damit einverstanden. Nun hatte Gualtieri schon vor einiger Zeit Gefallen an einer armen jungen Frau gefunden, die in einem nahegelegenen Dorf zu Hause war. Zudem fand er, sie sei ziemlich schön. Daher glaubte er, mit ihr könne er wohl ein recht glückliches Leben haben. Er beschloss, nicht weiterzusuchen, sondern sie zu heiraten. So ließ er ihren Vater, einen sehr armen Mann, zu sich rufen und verständigte sich mit ihm, sie als Frau zu nehmen. Nachdem dies geklärt war, ließ Gualtieri alle seine Freunde aus seinem gesamten Herrschaftsgebiet zusammenrufen und erklärte ihnen: Meine Freunde, es war und ist euer Wille, dass ich mich zur Heirat entschließe. Ich bin dazu bereit. Ihr wisst, was ihr mir versprochen habt? Ich habe hier ganz in der Nähe eine junge Frau gefunden, die mir gefällt. Ich will sie heiraten und sie in ein paar Tagen in mein Haus bringen. Daher sollt ihr jetzt darüber nachdenken, wie das Hochzeitsfest schön werden könnte und wie ihr sie mit allen Ehren empfangen könntet. Am Ende will ich von mir sagen, ich sei mit eurem Versprechen ebenso zufrieden wie ihr mit meinem.
Die Adelsherren waren alle froh darüber und antworteten, wen er auch wähle, sie würden sie als ihre Gebieterin ansehen und sie auf jede Weise als ihre Herrin ehren. Sogleich gingen sie daran, ein schönes, großartiges und heiteres Fest vorzubereiten. Gualtieri tat dasselbe. Außerdem ließ er schöne und kostbare Kleider schneidern nach den Maßen einer jungen Frau, deren Figur so ähnlich war wie die seiner künftigen Gattin. Er besorgte Gürtel, Ringe, eine wertvolle, schöne Krone und alles andere, was man sich für eine Braut nur wünschen kann. Nachdem auch die letzte Vorbereitung getroffen war, bestieg Gualtieri am frühen Morgen sein Pferd. Alle, die zu seiner Ehre gekommen waren, taten das Gleiche, und er sagte zu ihnen, »Meine Herren, es ist Zeit, die Braut abzuholen.« Die gesamte Gesellschaft setzte sich in Bewegung und bald kamen sie zu dem kleinen Dorf. Als Gualtieri die junge Frau erblickte, rief er sie mit ihrem Namen, »Griselda!« Er fragte, wo ihr Vater sei. Schüchtern antwortete sie, »Mein Herr, er ist im Haus.« Gualtieri stieg vom Pferd und betrat allein die elende Hütte, wo er ihren Vater traf, der Giannucolo hieß. Er sagte zu ihm, »Ich bin gekommen, Griselda zu heiraten, aber vorher will ich sie in deiner Gegenwart etwas fragen.« Dann fragte er sie, ob sie, wenn er sie heiraten würde, sich immer bemühen würde, ihm zu gefallen zu sein, und ob sie sich durch nichts, was immer er tun oder sagen möge, aus der Fassung bringen ließe. Ferner fragte er, ob sie ihm immer gehorchen wolle. Sie antwortete auf alles mit »Ja«. Daraufhin nahm Gualtieri sie bei der Hand, führte sie hinaus und ließ sie in Gegenwart seiner gesamten Begleitung und all der anderen Personen nackt ausziehen. Dann wurde sie schnell mit den Gewändern bekleidet, die er hatte anfertigen lassen. Sie erhielt ihre Schuhe und auf ihre Haare, so zerzaust sie auch waren, ließ er eine Krone setzen. Da jedermann sich wunderte, gab er sofort folgende Erklärung. »Meine Herren, dies hier ist die Frau, die ich zu meiner Gattin machen will, wenn sie mich zum Mann haben will.« Dann zu ihr gewandt, die verlegen und ratlos dastand, fragte er, »Griselda, willst du mich als deinen Mann haben?« Daraufhin erwiderte sie, »Ja, mein Herr, ich will.« Und er sagte zu ihr, »Und ich will dich als meine Frau haben.« Und so heiratete er sie in Gegenwart aller. Dann ließ er sie auf ein Pferd steigen und führte sie, ehrenvoll begleitet, in sein Haus. Dort feierten sie eine prächtige und aufwendige Hochzeit. Es war, als hätte die junge Braut mit den Kleidern auch Geist und Lebensart gewechselt. Wie ich schon sagte, hatte sie ein schönes Gesicht und eine gute Figur, aber so wie sie schon immer schön gewesen war, nahm sie jetzt ein so sicheres, angenehmes und wohlerzogenes Wesen an, als sei sie nicht die Tochter des Giannucolo und einer Schafhirtin, sondern die Tochter eines Adligen. Darüber staunte jeder, der sie vorher gekannt hatte. Außerdem gehorchte sie ihrem Gatten so ergeben und erfüllte ihm jeden Wunsch so aufmerksam, dass er sich für den glücklichsten und zufriedensten Ehemann der Welt hielt. Auch war sie zu den Untertanen ihres Mannes so freundlich und gütig, dass es keinen gab, der sie nicht mehr als sich selbst geliebt und aus eigenem Antrieb geehrt hätte. Sie verstand es so zu handeln, dass man binnen kurzer Zeit nicht nur in ihrem Land, sondern überall von ihrem Wert und ihren guten Taten sprach, ja, dass mit der Zeit auch diejenigen, die vorher ihren Gatten wegen dieser Heirat getadelt hatten, ihre Ansicht ändern mussten. Sie lebte noch nicht lange mit Gualtieri, da wurde sie schwanger und als der Zeitpunkt kam, gebar sie ein Mädchen. Gualtieri gab ein großartiges Fest. Aber kurz darauf kam er auf einen merkwürdigen Einfall. Er wollte Griseldas Geduld mit unerträglichen Zumutungen auf eine lange Probe stellen. Er fing an, sie mit Worten zu verletzen. Er gab sich aufgebracht und behauptete, seine Lehensleute murrten gegen sie
schon wegen ihrer niedrigen Herkunft, besonders über die Tochter, die gerade zur Welt gekommen war. Die Herrin hörte diese Worte und erwiderte, ohne eine Miene zu verziehen und ohne dass irgendein Gesinnungswandel sichtbar geworden wäre: Mein Herr, entscheide du nur über mich, ganz so, wie du denkst, dass es deiner Ehre und deinem Glück dient. Ich werde mit allem zufrieden sein. Diese Antwort gefiel Gualtieri ausnehmend gut, denn er erkannte daran, dass die Ehre, die er und andere ihr erwiesen hatten, sie keineswegs mit Stolz erfüllt hatte. Kurze Zeit darauf, nachdem er in allgemeinen Wendungen seiner Frau mitgeteilt hatte, seine Untertanen könnten die Tochter, die sie ihm geboren habe, nicht länger ertragen, gab er einem seiner Vertrauten Anweisungen und schickte ihn zu Griselda. Mit schmerzerfülltem Gesicht sagte dieser Mann zu ihr: Herrin, wenn ich nicht tue, was mein Herr mir befiehlt, bin ich des Todes. Er hat mir befohlen, ich solle diese eure kleine Tochter wegnehmen und sie. Hier verstummte er. Als die Herrin das hörte und das Gesicht des Mannes sah, da erinnerte sie sich der Worte ihres Gatten und begriff, dass dem Mann befohlen worden war, das Mädchen zu töten. Der Schmerz zerriss ihr das Herz, aber sie legte das Kind, ohne eine Miene zu verziehen, in die Arme des Mannes und sagte: Da, tu, was dein und mein Herr dir befohlen hat. Aber setze sie nicht dort aus, wo wilde Tiere und Raubvögel sie zerreißen. Es sei denn, er hat es dir ausdrücklich befohlen. Der Vertraute nahm das Mädchen und berichtete Gualtieri, was die Herrin ihm gesagt hatte. Gualtieri wunderte sich über ihren Gleichmut und schickte ihn mit dem Mädchen nach Bologna zu einer Verwandten mit der Bitte, sie möchte die kleine Tochter sorgfältig aufziehen und ausbilden, ohne ihr jemals zu verraten, wessen Tochter sie sei. Bald darauf geschah es, dass die Herrin erneut schwanger wurde und zur erwarteten Zeit einen Sohn gebar. Gualtieri war dies überaus willkommen, aber ihm reichte immer noch nicht, was er ihr angetan hatte, und so verletzte er sie nun noch tiefer, indem er eines Tages wie im Zorn zu ihr sagte: Frau, nachdem du nun auch noch diesen Jungen gemacht hast, ist das Leben mit meinen Leuten nicht mehr auszuhalten. Sie beklagen sich bitter. Ich fürchte, wenn ich nicht davongejagt werden will, muss ich noch einmal tun, was ich das letzte Mal getan habe. Am Ende werde ich dich verlassen und eine andere Frau heiraten müssen. Seine Frau hörte ihn mit Gleichmut an und antwortete nur: Mein Herr, denke nur an dein Glück und an die Erfüllung deiner Wünsche. Verschwende keinen Gedanken auf mich, denn mir gefällt nichts auf der Welt, wenn ich nicht sehe, dass es dir gefällt. Wenige Tage danach schickte Gualtieri, genau in der Art, wie er wegen des ersten Mädchens geschickt hatte, einen Mann wegen des Jungen. Auf die gleiche Weise erweckte er den Anschein, er habe ihn umbringen lassen, ließ ihn aber, genau wie die Tochter, zum Aufziehen nach Bologna bringen. Die Herrin antwortete darauf mit demselben Gesichtsausdruck und mit denselben Worten wie bei dem Mädchen. Wenn Frauen zu ihr kamen, um mit ihr über die Kinder zu trauern, die so zu Tode gekommen waren, dann sagte sie immer nur, ihr gefalle allein das, was dem Vater der Kinder gefalle. Eine Reihe von Jahren war seit der Geburt des Mädchens vergangen, da glaubte Gualtieri, es sei an der Zeit, die Leidensfähigkeit seiner Frau auf eine letzte Probe zu stellen. Und wenn Sie mögen, können Sie morgen den zweiten Teil dieser Geschichte hören. Und auch heute bleiben Sie gesund.